zurück in Charleston beim Family Circle Cup, wo diese junge Dame aus Dänemark, Caroline Wozniacki, hier das genauso macht wie vor 10 Tagen in Pontevedra Beach im ersten Satz gegen Patti Schnieder. Da war es die erste Runde. Da gewann sie den ersten Satz mit 6-0, den zweiten mit 6-4. Auch jetzt hier im Achtelfinale gegen Patti Schnieder führt sie schnell die Dänen mit 3-0 im ersten Satz. 2 Breaks gegen die Schweizerin. Also womöglich wird das hier eine ähnlich deutliche Angelegenheit wie in dem Match zuvor, wo Vera Svonareva 6-2, 6-1. Noch keine Mittel gegen Wozniacki. Die jetzt auch noch klasse serviert mit diesem ersten. Spielt ja jetzt zum zweiten Mal überhaupt erst in Charleston. Wie gesagt, im letzten Jahr das Finale verloren gegen Sabine Lisicki. Die Schnieder auf der anderen Seite hier zum 14. Mal schon bei diesem Turnier dabei. In Charleston, die 31-jährige Schweizerin, war hier zweimal im Finale. Also einmal mehr damit als Wozniacki 2006 und 2002. Dreimal dazu im Viertelfinale und dreimal im Halbfinale. Das hat hier immer ganz gut abgeschnitten. Schon, da waren womöglich zwei verschiedene Ideen im Kopf der Dänin. Der Stock ging nach hinten los. Viele Punkte mit der beidhändigen Rückhand die Linie entlang. Da bietet Patti Schnieder bisher in diesen ersten Spielen immer wieder die Seite an, um die Vorhand ein bisschen aufzumachen. Wozniacki weiß das auszunutzen. 4-0, schnelle Führung bleibt dabei in diesem ersten Durchgang. Das ist die passende Antwort auf die beidhändige Rückhand. Gut eingesetzt, Longline von Schnieder. Die kein leichtes Jahr hatte bisher. Begann mit einer Verletzung, musste die Australian Open absagen. Übrigens ihr erster Grand Slam, den sie verpasste seit 97, also seit über 13 Jahren. Hatte dann eine Verletzung am linken Fuß, kam schwer nur in Tritt. Erstes Turnier hat sie erst im Februar gespielt in Paris, immerhin zweite Runde
Danach Dubai erste Runde raus, Indian Wells, Miami zweite Runde raus. Also dieses Achtelfinale in Charleston, das ist bisher ihr größter Erfolg im Jahr 2010. Und jetzt muss Patty Schnier hier sehen, dass sie noch einen Fuß in die Tür kriegt in diesem ersten Satz. Hat zumindest mal die ersten Spielbälle. Drei davon, um hier auf 1:4 zu verkürzen. Zuvor so gut wie keine Fehler gemacht, Caroline Wozniacki, jetzt hat sie sich ein paar erlaubt und so hat Schnieder hier ihr erstes Spiel. Wozniacki führt mit 4-1 im ersten. Tja, das 2-0 ist Patty Schnieder erspart geblieben, wie zuletzt in Pontevedra Beach, wo sie mit 0-6 gegen Caroline Wozniacki den ersten Satz abgeben musste. Jetzt zum ersten Mal ein bisschen Coaching da von ihrem Trainer und Ehemann Rainer Hoffmann. Seit 7 Jahren sind die beiden verheiratet. Caroline Wozniacki, hauptsächlich von ihrem Vater Piotr, der auch hier im Stadion ist, trainiert wird, wenn sie mal zu Hause ist in der Heimat in Dänemark, dann auch da im internationalen dänischen Tenniscenter von Morten Christensen gecoacht wird. Also 4-1 für Wozniacki im ersten Satz, die jetzt serviert. Patty Schnieder eigentlich eine gute Doppelspielerin. In ihrer Karriere auch schon 5 Doppeltitel gewonnen, wird da auch aktuell in der Weltrangliste unter den besten 40 geführt. Caroline Wozniacki, die kaum noch Doppel spielt in letzter Zeit. Also auch hier versucht sie da aufzurücken, diesmal gar nicht nötig ans Netz zu gehen. Soll natürlich heißen, dass sie es viel besser kann am Netz als diesen Volley, den sie eben gezeigt hat. Aber jetzt ist sie ein bisschen besser drin in diesem Spiel. Schnieder versucht hier nach wie vor variabel zu spielen, was sie laufen zu lassen. Das wird womöglich auch das sein, was Rainer Hoffmann hier gerade noch mal gesagt hat. Nicht abwarten, sondern selber agieren. Hat sie mal wieder die Rückhand umlaufen, stand dann nicht so hundertprozentig optimal zum Ball, deswegen ging diese Vorhand Cross ins Aus und schon wieder 2 Spielbälle für die Dänin.
Schade, wäre fast noch rübergekommen, hat sie gut antizipiert, Patti Schneider, aber kriegt den Ball nicht mehr rüber. 5:1, es bleibt dabei bisher eine deutliche, schnelle Angelegenheit für Caroline Wozniacki in diesem ersten Satz, in dem jetzt knapp 25 Minuten gespielt sind. Ja, die Dänin zum ersten Mal am Netz und da wird sie gleich sauber passiert von Patti Schneider, die hier doch viele Fans hat in Charleston. Wie gesagt, spielt jetzt zum 15. Mal insgesamt dieses Turnier. Aber ob es zum dritten Mal fürs Finale reicht, das muss man eher anzweifeln. Immerhin 3 Spielbälle. Ja, der Stopp war eigentlich nicht gut gespielt mit Ansage. Da muss Patti Schneider mehr draus machen. War dann kein guter Angriffsball. 2 Spielbälle bleiben. Der Aufschlag kommt bisher zu selten bei der Schweizerin, unter 50% die Quote. Schön gegen die Laufrichtung, wieder mit der Rückhand, mit der sie viele Punkte macht. Jetzt holt ihr zweites Spiel in diesem ersten Satz. Wozniacki aber noch 5:2 vorne, will heißen, sie hat gleich die Chance, bei eigenem Aufschlag diesen ersten Satz zuzumachen. Caroline Wozniacki, die Weltranglistenzweite, jetzt auch zum ersten Mal gecoacht von ihrem Vater Piotr, der da unten bei ihr ist, führt 5:2 in diesem ersten Satz gegen Patti Schneider, die ja ein bisschen besser reingekommen ist in dieses Spiel. Erst so ihre Probleme hatte, hier schnell 0:4 hinten lag, zweimal ihren Service abgeben musste. Das jetzt ein bisschen offener gestalten konnte, aber trotzdem die Chance für Wozniacki bei eigenem Service jetzt. Die Geschichte hier im ersten Satz schnell zu beenden mit 9 Bällen.
Tja, wenn sie hier nochmal rankommen will in diesem ersten Satz, dann muss sie solche Chancen wie gerade nutzen. Bisher noch keine Breakchance gegen Wozniacki in diesem ersten Durchgang. Der war draußen und damit drei Satzbälle für Caroline Wozniacki. Patti Schnieder, wie gesagt, ist eigentlich eine gute Netzspielerin, eine gute Doppelspielerin. Der war schon ein bisschen halbherzig gespielt, dieser Überkopf und dieser Stopp dann sowieso, dieser Volley-Stopp, ein bisschen zu lässig. Also das war's mit dem ersten Satz nach 32 Minuten. Caroline Wozniacki mit 6:2. Da jetzt mehr drin. Für Patti Schnieder zu 0. Bringt Wozniacki in Service durch, aber da hatte Schnieder doch 2-3 Chancen, hier Wozniacki ein bisschen mehr zu kitzeln, ein bisschen mehr zu ärgern, vielleicht diesen ersten Satz nochmal offen zu gestalten. Kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Satz 2. Es ist die erwartet deutliche Angelegenheit bisher zwischen Caroline Wozniacki, die hier an 1 gesetzte Nummer 2 der Damen-Tennis-Welt. Die Dänen mit 6:2 den ersten Satz gewonnen gegen Patti Schnieder, hier an 16 gesetzt, Nummer 49 der Welt, die überhaupt nicht reinkam in den ersten 3-4 Spielen, dann besser dagegen hielt. Wenn sie das so weitermacht und vielleicht noch ein bisschen drauflegen kann, hat sie vielleicht doch Chancen hier, das noch ein bisschen offener zu gestalten. Patti Schnieder serviert im zweiten Satz. Einer der längeren Ballwechsel bisher in diesem Match, aber wenn es über die Distanz gilt, wenn es eine Rallye gibt, dann hat sie meistens die Nase vorn. Caroline Wozniacki, geduldiger, sicherer, macht weniger Fehler. Da Patti Schnieder, nachdem sie das erste Mal da ein bisschen gecoacht wurde von Rainer Hoffmann, hat sie angefangen, ein bisschen aggressiver, aktiver zu spielen gegen Ende des ersten Satzes. Das muss sie so weitermachen. Das hat ganz gut geklappt. Erster Doppelfehler in diesem Match überhaupt. Nicht gerade von Vorteil, wenn sie hier direkt wieder ihr ersten Service abgeben würde im Satz 2. Zwei Breakchancen Wozniacki. Klasse der Return von der Dänin. Mit der Vorhand die Linie entlang. Ganz konzentriert wirkt sie. Übrigens in den letzten Matches, in den letzten Turnieren nur einen Satz abgegeben bei ihrem Turniersieg in Pontevedra Beach. Das war im Halbfinale gegen Vesnina. Da lag sie sogar 1-6, 3-5 hinten, gewann dann den zweiten Satz mit 7-6, also mit 7-4 im Tiebreak, dann den dritten mit 6-4. Ansonsten nur glatte Matches, auch das Finale in 2 Sätzen gewonnen, auch hier bisher ohne Satzverlust.
Und bisher sieht es nicht so aus, als würde Patti Schnieder, die Schweizerin, die Dänen hier großartig ärgern können. Und jetzt kommen auch noch viel zu viele Unforced Errors dazu bei Schnieder. 3 in Folge und schon wieder 3 Spielbälle für Wozniacki. Schönster Ballwechsel im Spiel bisher und der immerhin geht an Patti Schnieder, die dann noch sensationell an diese Vorhand von der Dänin rangekommen ist. Aber nichtsdestotrotz Wozniacki bei eigenem Service unglaublich souverän bisher in diesem Match. Schnieder nicht mal in die Nähe einer Breakchance gekommen bisher. Tja, mit dem Rahmen getroffen und damit geht auch dieses Spiel an Caroline Wozniacki, 6-2, 2-0. Tja, go Patty, die jetzt dagegen halten muss, sonst ist es hier schnell vorbei wie vor 10 Tagen in Pontevedra Beach. Spektakulären Punkte gehen meist an Patti Schnieder, nur ist das eben viel zu selten der Fall. Die das eigentlich gut macht, relativ gut steht hinten an der Grundlinie, was wirklich viel laufen lässt. Sie nicht mehr hin. Ist ja auch nicht gut gelaufen, musste sie einen leichten kleinen Bogen laufen, um den noch zu kriegen. 30-0 Schnieder. Bei der
der das immer so ein bisschen lässig aussieht, auch wie sie da diesen Volley-Lob spielt. Tja, jetzt noch ein Ass hinterher, damit 3 Spielbälle für Schnieder, um auf 1:2 zu verkürzen, damit dran zu bleiben. Erstes Ass im Match überhaupt. So, dann haben wir die Schiedsrichterin Lynn Welch aus den USA. Hawkeye hier nicht im Einsatz. Punkt wird wiederholt. Zwei neue gegeben von Lynn Welch. Also, sie bleibt dran, ein Break, aber vorne Caroline Wozniacki führt mit 6:2, 2:1. Wir hoffen, dass es ein bisschen offener wird in diesem zweiten Durchgang zwischen den beiden Damen. Zurück in Charleston, wo Caroline Wozniacki noch ein paar Tipps bekommt von ihrem Vater Piotr, die Dänin Nummer 1 der Setzliste hier bei diesem Turnier. Im Süden Carolinas führt mit 6:2 und 3:2 hat die Schnieder, hat das Break eben geschafft, verlor dann sofort allerdings ihr darauffolgendes Aufschlagspiel. Aber es ist ein wesentlich offeneres, interessanteres Match jetzt in diesem zweiten Durchgang als in Satz 1. Und Schnieder weiß jetzt, sie kann Wozniacki auch breaken. Muss jetzt dranbleiben. Wieder so ein Rahmenball von Schnieder. So gut der Lob, das weiß Wozniacki, die da überhaupt nicht mehr hinterhergeht gegen die Laufrichtung. Da ärgert sie sich eher darüber, dass der Angriffsball schlecht gespielt war auf die Vorhandseite von Schnieder. Wozniacki macht das gut, richtig gute Beinarbeit der Däne, die viel mehr laufen muss als Schnieder. Taktisch macht die Schweizerin kein schlechtes Spiel, aber der Stopp ist dann natürlich viel zu kurz. Das war ein Geschenk für Wozniacki. 2 Spielbälle zum 4:2.
40-30. Viel Druck von Wozniacki mit der balltändigen Rückhand und der wird dann irgendwann zu groß für Schnieder, die die Dänen zwar nach wie vor laufen lässt, die aber richtig gut unterwegs ist zu Fuß. Und jetzt womöglich für eine kleine Vorentscheidung gesorgt hat mit diesem durchgebrachten Aufschlagspiel. 4:2 vorne liegt im zweiten Satz. Mal ein Blick auf die Werte bei Patti Schnieders Aufschlag. 46% nur der erste drin. Ist wenig, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Witzigerweise macht sie mehr Punkte, wenn es über den zweiten geht bei eigenem Service, die Schweizerin. Das will sie überprüfen. Schnieder nicht ganz zufrieden mit dem Urteil des Linienrichters. Lynn Welch kommt zum zweiten Mal vom Stuhl runter draußen. Also, auch den gibt sie aus. Damit 30 beide. 30 all. Also die spektakulären Punkte, die gehen meist auf das Konto der Schweizerin. Spielball, um auf 3:4 zu verkürzen, sie würde dranbleiben. Den zweiten Satz hier noch offen gestalten. Der wurde dann zu kurz. Wollte sie Wozniacki ans Netz locken praktisch mit dieser Rückhandslice, aber das war wieder mal eine Einladung. Advantage Wozniacki. Spielball für Wozniacki. Erneute Breakshows für die Dänen. Und Schnieder weiß, wenn sie diesen Service abgibt, dann war es das so gut wie. Dann hat sie zwei Break
zwei Breaks, die sie aufholen muss. Deuce. Das war wieder so ein halber Rahmentreffer von Schnieder, das passierte doch jetzt öfter. Und damit schon die insgesamt 11 Breakchance für Caroline Wozniacki. 4 konnte sie bisher nutzen. Schnieder nur eine Breakchance bisher. Das ist schon ein großer Unterschied. Klasse! Also das war wieder eigentlich so eine typische Schnieder-Nummer, die da halbherzig nur nachrückt, im Halbfeld rumsteht. Sieht ein bisschen lässig aus, aber wie sie den da jetzt rauszaubert, das ist unglaublich sensationell. Mit viel Gefühl gespielt, keine Chance für Wozniacki da hinzukommen. Mit dem Ball nebenbei mal kurz den zweiten Breakball abgewehrt in diesem Spiel. Der Fehler von Wozniacki, Schnieder wehrt zwei Breakbälle ab, ist dran in diesem zweiten Satz, verkürzt auf 3:4, es bleibt spannend. Tja, Caroline Wozniacki hatte eben zwei Breakchancen, die sie nicht nutzen konnte bei Aufschlag Schnieder, so steht es statt 5:2, 4:3 für die Dänen, schlägt also nicht zum Matchgewinn auf, sondern muss hier das über Umwege machen. Viel Gegenwehr für die hier an eins gesetzte Wozniacki in diesem zweiten Satz. Patty Schnieder nach anfänglichen Problemen hat sich reingebissen in dieses Match. Und es bleibt spannend in diesem zweiten Satz. Ein Break vor für die Dänen, die aufschlägt beim Stand von 4:3 mit 9 Bällen. Und wie gesagt, Sympathien hier im Publikum in Charleston, größtenteils auf der Seite der Schweizerin. Fans würden hier natürlich gerne noch einen dritten Satz sehen, bevor es das US-Duell gibt zwischen McGale und Odin. Also beide haben hier so ihre Probleme, wenn sie Stops spielen. Meist zu kurz, jetzt wieder von Wozniacki. Und Schnieder hat die Chancen hier zum Break. 0:30 aus Sicht der Dänen. Thank you.
Love for me. Ja, die jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen Nerven zeigt. Erster Doppelfehler. Drei Breakchancen Schnieder. Ich bin gespannt, wie sie sich daraus befreit. Die Weltranglisten-Zweite, diese erste Breakchance schon mal in beeindruckender Art und Weise abgewehrt. Ja, gut gegeben. Sah relativ knapp aus. Wundert mich, dass Schnieder da nicht hingeht und nachschaut. Aber da wird sie es wohl genau gesehen haben. Ball muss also auf der Linie gewesen sein. Glück für Wozniacki. Eine Breakmöglichkeit bleibt für Schnieder. Aber die ist jetzt weg. So schnell geht das. Und das zeichnet dann natürlich auch eine Spielerin aus wie Caroline Wozniacki, die sich dann voll konzentriert, voll reinhängt. Aus 0,40 mal eben 40 beide macht. Tja, und dann noch diese Vorhand gegen die Laufrichtung hinterher, damit Spielball zum 5-3. Ja, wieder der Stopp von Schnieder, wieder lockt sie Wozniacki ans Netz und diesmal klappt es auch, so wie sich das vorgestellt hat. Relativ hoch der Stopp, also da war genug Zeit, aber der war da nicht gut gespielt von der Dänin. Da muss sie mehr Druck machen, kein Problem dann für Schnieder. Das ist ein bisschen übertrieben, deutlich verzogen, Wozniacki. Diese Rückhand und damit die vierte Breakchance für Schnieder in diesem Aufschlagspiel. Und auch er weiß, ihr Trainer, ihr Ehemann Rainer Hoffmann, jetzt muss es klappen. Und es klappt. Match ist offen. Break für Patti Schnieder für beide in diesem zweiten Satz. Die er jetzt klasse dagegen hält. Auch sich nicht davon aus der Ruhe hat bringen lassen, dass Wozniacki bei 0,40 nochmal zurückkam. Hat dann den Spielball abgewehrt. Ging nochmal über Einstand und dann macht Patti Schnieder dieses Break perfekt. Und jetzt haben die Zuschauer ihr offenes, spannendes, interessantes Match, das sie hier sehen wollten.
15 all. Rakeshaws Wozniacki. Beide jetzt mit relativ vielen Fehlern in diesem Aufschlagspiel der Schweizerin. Den sollte sie machen, auch wenn sie bisher Probleme hatte mit den Überkopfbällen. Den konnte sie nun wirklich nicht versemmeln. Einstand damit. Gespielten Punkte übrigens absolut ausgeglichen in diesem zweiten Satz. Beide mit 35 gewonnenen Ballwechseln. Das war in Satz 1 noch ganz anders. Wieder Break schon für die Dänen. Zweiter Ass, Schlieder. Zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin mir sicher, Wozniacki wird alles versuchen, hier einem dritten Satz aus dem Weg zu gehen. Wird alles darauf setzen, jetzt hier Schnieder zu breaken, und sie hat zum dritten Mal die Chance dazu. Streut immer wieder diese hohen Bälle ein, diese Mondbälle mit viel Spin gespielt. Bisher hatte Patti Schnieder sich da eigentlich nicht von beirren lassen, jetzt gerade zum ersten Mal. Und wieder das Ass. Wozniacki schaut nach, war überhaupt nicht mit viel Kraft, mit viel Gewalt, mit viel Tempo gespielt, sondern mit ganz viel Gefühl, Cross. Und der Gegner der beiden im Viertelfinale steht fest. Nadja Petrova 6-2, 6-4, wurde am Ende nochmal eng. Führte 6-2, 5-2 und dann ging es nochmal da in die Verlängerung fast im zweiten Satz. Wieder Breakchance. Diesmal nicht das Ass, es sei denn mit dem zweiten.
Jetzt macht sie's, Caroline Wozniacki, und Sie hören es an ihrer Reaktion. Das war jetzt wichtig für sie. Da hat sie viel reingelegt, will auf keinen Fall in diesen dritten Satz. Und jetzt hat sie gleich die Chance, bei irgendeinem Aufschlag hier das Ding zu beenden. Patti Schnieder liegt hinten mit 2-6, 4-5. Service für Caroline Wozniacki, die also die Chance hat, bei eigenem Service hier dieses Match zuzumachen. War ganz interessant gerade in der Werbungspause über die Außenmikrofone. Rainer Hoffmann war wieder bei Patti Schnieder, der sagt, sie muss mehr in den Platz reingehen, sie muss weiter so offensiv spielen. Sie muss sich präsenter zeigen. Und ja, Patti Schnieder, die also sagt, jetzt wird es auch nochmal eingespielt, vielleicht hören sie es. Du den Platz reingehen kannst. Du musst aggressiv spielen. Da hat sie ein Problem und du machst das sehr gut. Ja, wir machen nur Fehler. Das ist egal. Ich habe Patti Schnieder hört sich fast so ein bisschen gefrustet an, sagt, sie macht zu viele Fehler. Aber es ist noch alles drin. Hat Wozniacki hier schon zweimal den Service abgenommen im zweiten Satz. Wieso nicht ein drittes Mal? Ja, der war draußen. Also da muss sie sich sehr sicher sein, wenn sie das Ding hier mitten im Ballwechsel beendet. Wie gesagt, hier gibt es kein Hawkeye, aber wir sind hier auf Sand. Und Lynn Welch, ja, der war draußen, sieht man auch hier klar. Und damit ist der erste Schritt in Richtung eines dritten Breaks gemacht für Schnieder. Sie wird im Moment vielleicht mehr gefordert, als ihr das recht ist und als sie das erwartet hat, nach diesem glatten Duell vor 10 Tagen mit Pontevedra Beach. Wozniacki mühelos gewann gegen Schnieder, obwohl es da auch ein bisschen enger wurde im zweiten Satz. Der zweite Durchgang dauert übrigens schon eine Stunde jetzt. Satz 1 ging in 30 Minuten an die Dänen. Das war mal ein ziemlich deutlicher Doppelfehler von Wozniacki. Ihr zweiter. Zeigt auch ein bisschen Nerven jetzt. Schnieder ist da. Zwei Breakchancen für die Schweizerin. Die 12 Jahre älter ist, natürlich viel mehr Erfahrung hat auf der Tour als ihre Gegnerin. Große Probleme in diesem zweiten Satz bei eigenem Service, Caroline Wozniacki. Im letzten Aufschlagspiel lag sie 0-40 hinten, kam zurück, verlor den Service dann trotzdem. Mal sehen, ob sie jetzt auch den zweiten Breakball abwehrt.
diesmal den Vorteil, dass sie nicht direkt in die Sonne guckt, wenn sie den Ball wirft. Sie sehen so einen Schatten. Deutlich im Aus, die Vorhand von Schnieder. Auch diese Breakchance also dahin. Wieder über Einstand. Zwei Bälle für den Wozniacki hier zum Sieg. Das ist ein klasse Match jetzt in der entscheidenden Phase hier im zweiten Satz und Patty Schnieder, es bleibt dabei, sorgt für die Highlights in diesem Duell, macht die spektakulären Punkte und ähnlich wie im Ausschlagspiel zuvor, wo sie drei Breakchancen liegen ließ, dann über Einstand musste und dann das Break machte, jetzt auch eben bei 15:40 zwei Breakchancen nicht genutzt, über Einstand aber wieder die nächste Breakchance. Langer Ballwechsel und dann mit dem klasse Ende von Schnieder. So, jetzt nochmal zurück ins Live-Bild. Zweiter Aufschlag. Deuce. Hat sie ein bisschen der Mut verlassen, hat sie tief fallen lassen, diesen Ballglückern, ganz spät genommen, stand da nicht gut zum Ball, dritte Breakchance in diesem Spiel liegen lassen. Sie diktiert dieses Geschehen. Im Moment Patty Schnieder wieder eine Breakmöglichkeit für die Schweizerin. Und Caroline Wozniacki, die im Moment zu viel reagiert, der nicht wirklich was einfällt, die viel unterwegs ist, viel mehr laufen muss als die Schweizerin nach wie vor allem in dieser Phase jetzt. Deutlich im Netz. Spiel zu passiv, Wozniacki, Gottlieb Mann, Patty Schnieder, 5 beide, wieder das Break und es ist spannend und offen in diesem zweiten Satz. Also Wozniacki für meinen Geschmack, spielt hier viel zu passiv, spielt nur in die Mitte. Schnieder, die hier immer wieder die Entscheidung sucht, die darauf drängt, den Punkt zu machen. Wozniacki im ersten Satz. Hat sie von den Fehlern ihrer Gegnerin gelebt, aber die gibt es eben jetzt nicht mehr so viel. Ah!
Love 15. Tja, jetzt wäre es dann nur an der Zeit, mal nach einem Break auch den eigenen Service durchzubringen. Da hat sie so ihre Probleme mit gehabt. Ja, sowieso ein leichtes Break-Festival in diesem zweiten Satz. Haben beide Damen dreimal ihren eigenen Service abgegeben. Schnieder auch schon wieder 0-30 hinten. Love 40. Bosniaki wieder unglaublich defensiv, steht da 3-4 Meter hinter der Grundlinie. Für mich ein bisschen verwunderlich, dass ihr Vater da nicht mal zum Coachen kommt und ihr auch sagt, dass sie hier ihren Stil ein bisschen ändern muss. Eine Breakchance ist trotzdem noch da. So, und dann gibt es den Fehler. Konstanz bleibt das große Problem bei Patti Schnieder. Zwei Breakchancen konnte sie abwehren, die dritte dann nicht mehr. Wozniacki 6-2, 6-5 wieder die Chance bei eigenem Service, das hier zu beenden. Zurück in Charleston auf dem Center Court, wo sich Caroline Wozniacki, die wir hier sehen, die Dänin und Patti Schnieder ein richtig tolles Match liefern in diesem zweiten Satz. 6-5 die Führung für Wozniacki, die zum dritten Mal jetzt die Chance hat. Zum zweiten Mal natürlich, pardon, bei eigenem Service diesen Satz zuzumachen. Eben hat es nicht geklappt beim Stande von 5-4. Da gab es das Break von Schnieder, das Re-Break. Beide haben hier große Probleme bei eigenem Aufschlag. Wozniacki dreimal ihren Service verloren. Schnieder schon viermal. Also hier spricht doch durchaus einiges für einen Tiebreak in diesem zweiten Satz. Kompliment an die Schweizerin, die hier toll dagegen hält, gegen die favorisierte Dänin. Ja, da beschwert sie sich irgendwie über irgendeine Lampe, über irgendein Licht, das da an ist, das sie blendet. Da sehen wir das auch. Der Schiedsrichter Lynn Welch. Keine Ahnung, ob man das da jetzt ausstellen kann oder nicht. Lässt sich stören in ihrer Konzentration. Schlägt wieder von der Seite auf, wo sie jetzt dann in die Sonne schauen muss, die Dänin. Versucht sie selber mal Druck zu machen, damit der Rückhand zuvor
nur Tempo rausgenommen mit den hohen Bällen, weiterhin viel in der Verteidigung, die Weltranglisten Zweiter, also da muss man Patti Schnieder wirklich ein großes Kompliment machen, wie sie das hier schafft, die Dänen immer wieder unter Druck zu setzen. Zu kurz, der Stopp mal wieder zu kurz. 15 Uhr. Vierzehn der letzten 15 Spiele auf Sand gewonnen. Caroline Wozniacki, man kann es nicht oft genug sagen, hat lange, lange nicht mehr solche Probleme gehabt wie jetzt hier gegen Schnieder, auch wenn es erst der zweite Satz ist. Ist noch von der Linie weggerutscht. Schwierig zu nehmen für Schnieder. Zwei Matchbälle für Wozniacki. Also jetzt doch die Chance. Oder kommt Schnieder hier nochmal zurück? Auch er dürfte sicherlich erleichtert sein. Vater Piotr. Mit dem Fehler mit der Rückhand beendet Schnieder hier dieses Spiel, die wirklich gut dagegen gehalten hat. Kompliment an die Schweizerin, die hier schnell zurücklag in diesem Spiel. 0-4 den ersten Satz, 2-6 verlor. Da kam sie in den letzten Spielen des ersten Satzes so ein bisschen rein und dann einen ganz offenen Kampf geliefert hat im zweiten Satz, die hier offensives, frisches Angriffstennis gespielt hat. Wozniacki im zweiten Durchgang eigentlich nur in der Verteidigung, musste viel reagieren, hat sehr passiv gespielt. Aber am Ende dann doch mit 6-2, 7-5 gewonnen.